Zuschauer und Zuschauerinnen, ich heiße Sie auch heute am 12. November und somit an einem neuen Freitag wieder einmal herzlich willkommen. Hier auf Oskar am Freitag TV, dem Lokalsender für den Landkreis Gotha. Wie immer erhalten Sie hier schon vorab einen kleinen Einblick in kommende Einzelbeiträge unseres Magazins. Doch nun starten wir mit unserem ersten Thema. Jährlich werden die besten Auszubildenden von der Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet. Die Spitzenreiter aus dem Landkreis Gotha wurden im kleinen Rahmen deshalb nun am vergangenen Montag geehrt. Nicht nur Thüringen, sondern auch bundesweit bekam der Auszubildende Lennart Holzhäuser die besten Urkunde verliehen. Vizepräsident des IHK Thüringen und Hoteldirektor Olaf Seibige richtete lobende Worte an die Jugendlichen. Sehen Sie jetzt im nächsten Beitrag. Vergangenen Montag wurden im Café Moses Auszubildende für ihre hervorragenden Leistungen gewürdigt. Übergeben wurden die Preise von der Leiterin des Service Centers, der IHK Anja Wolf, und dem Vizepräsidenten der IHK Olaf Seibiger. Aber, und das ist das Entscheidende, wir lassen es uns nicht nehmen, die Azubis, die es verdient haben, im Rahmen der Möglichkeiten zu ehren. Und das sollten wir als Positives sehen. Auch die Auszubildende aus dem Moses-Kaufhaus Franziska Blatz war unter den besten Jugendlichen. Weitere Preisträger waren Kai Stichling, Michelle Neumann, Fabian Rosenart und Daniel Prandau. Bundesweit bester Auszubildende ist Lennart Holzhäuser. Noch deutlich überrascht berichtet er über seine Ausbildung in der Sander GmbH in Waltershausen und auch über seine Zukunftspläne. Das hätte ich nicht erwartet in dem Maße, nein. Ich lerne technischen Modellbau, Fachrichtung Gießerei. Also wir bauen bei der Zander GmbH Prototypen für die Automobilindustrie, lernen Vorrichtung, Robotergestelle, alles mögliche und viel Einzelanfertigung noch. Ja, ich bin jetzt dort im Unternehmen jetzt erstmal Fertigungsleiter geworden und werde mich dann noch jetzt in naher Zukunft weiterbilden zum Techniker oder Fachwirt und danach Betriebswirt. Vizepräsident des IHK Thüringen und Hoteldirektor Olaf Seibige richtete lobende Worte an die Jugendlichen. Ja, ich glaube, die Vielfalt der Berufe, die heute ausgezeichnet wurden, ist, glaube ich, ein Beleg dafür, wie gut in Thüringen ausgebildet wird. Und auch wenn es eine kleine Ehrung im kleinen Rahmen ist, zeigt es doch, wie leistungsfähig wir sind. Und die Jugend ist unsere Zukunft. Dieser Satz wird ja oft bemüht. Ich glaube aber, er ist aktueller denn je. Und natürlich haben junge Menschen heute einen sehr guten Arbeitsmarkt vor sich. Es gibt kaum noch Arbeitslosigkeit, jeder findet einen Job. Ich selber muss sagen, ich habe vor vielen Jahren haben sich Menschen ein Jahr vorher beworben um eine Ausbildung, heute manchmal eine Woche vorher. Und trotzdem, eines wird bleiben, das Leistungsprinzip wird bleiben, egal wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Und die Leute, die besonders gut sind, werden die Karriere leider von alleine nach oben wandeln, werden schneller mehr Geld verdienen und werden dann hoffentlich auch glücklich im Leben sein. Genau das wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie diese Leistung gebracht haben. Nochmal Glückwunsch an die Betriebe, an die Ausbildungsbetriebe, an die Berufsschulen und natürlich auch an die Eltern. Und jetzt wünsche ich Ihnen, wir sind ja hier zu Gast in Moses, wir bedanken uns nochmal für die Gastfreundschaft, wünsche Ihnen guten Appetit bei Kaffee und Kuchen und bleiben Sie gerne noch ein bisschen, gratulieren Sie sich untereinander. Schön, dass wir heute Ihre Gastgeber sein können. Alles Gute für Sie für die Zukunft. Vielen Dank. Er ist wieder zurück. Und wie wir alle wissen, ist er aus Tokio nicht allein zurückgekehrt. In seinem Pateau hatte er jetzt nämlich auch eine Silbermedaille. Die Rede ist von Jonathan Hilbert. Die Spitzendisziplin des Thüringers ist das Gehen. Bei einem Empfang von seinem Sponsor Aura Energie verriet er jetzt mehr über seine Erfahrungen bei Olympia. Vor allem die jungen Fans waren begeistert, ihr Idol einmal persönlich treffen zu können. Doch sehen Sie jetzt mehr dazu im nächsten Beitrag. Seine Emotion konnte er kaum bei sich behalten. Verständlich. Denn damit ist Jonathan Hilbert nicht nur deutscher Meister, sondern qualifiziert sich auch für die Olympischen Spiele in Tokio. Ein Traum für ihn wird wahr. Seine Emotion konnte er kaum bei sich behalten. Verständlich. Denn damit ist Jonathan Hilbert nicht nur deutscher Meister, sondern qualifiziert sich auch für die Olympischen Spiele in Tokio. Ein Traum für ihn wird wahr. Nach 43 Minuten und 54 Sekunden war er am Ziel. Die sechstbeste Zeit, die jemals in Deutschland gelaufen wurde.
So war der deutsche Meister nun mehr als bereit für die große Aufgabe in Tokio bei den Olympischen Spielen 2021. Noch mehr Freude für ihn selbst und auch für seine Fans erreichte er in Tokio. Er holte Silber für Deutschland. Denn das ist Wahnsinn. International zeigte er eine der höchst sportlichsten Leistungen. Jetzt zum Genießen, die letzten Meter. Ja, los geht's. Ich bin es. Jonathan Hilbert gewinnt Silber für Deutschland. Fantastisch. Überragende Leistung von Jonathan Hilbert. Das ist wirklich großartig, herausragend. Eine perfekte Vorbereitung ins Ziel gebracht. Und hinter ihm wird es gleich noch eine Riesenüberraschung geben. Zurück in Thüringen wurde der sympathische Hilbert von seinem Verein und seinen Fans herzlich empfangen. Auch seine jungen Fans freuten sich, ihr Idol endlich einmal live sehen zu können. Es ist cool und es ist und bleibt dabei. Und ich wünsche uns allen in allen Lebenslagen einfach eine erfolgreiche, zufriedenstellende Zukunft. Und vor allem im Sport wünsche ich uns, genau wie mein Vater, eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft. Und ich sehe es genauso wie mein Vater, und wir reden sehr oft darüber, ohne Grabenkämpfe, ohne Vereinsmeierei, zusammen. Denn ich bin der festen Überzeugung, egal worum es im Leben geht, egal welche Ziele man erreichen will, man kann sie nicht allein erreichen. Und man erreicht sie vor allem nicht mit Konfrontation, sondern nur gemeinsam. Vielen Dank, Herr Heilmann. Auch in Zukunft können wir uns auf weitere sportliche Höchstleistungen des Thüringers freuen. Und nun Aktuelles und Spannendes aus der Region in den Nachrichten mit meinem Kollegen Bernd Seidel. Weniger Wärme in der Innenstadt von Gotha. Am kommenden Mittwoch führen die Stadtwerke Gotha notwendige Arbeiten am Fernwärmenetz durch. An diesem Tag ist mit einer geringeren Heizleistung im Innenstadtbereich zu rechnen. Die Arbeiten beginnen in den frühen Morgenstunden und werden voraussichtlich am selben Tag fertiggestellt. Im Anschluss wird das Fernwärmenetz wieder mit voller Leistung in Betrieb genommen, voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag. Die dafür notwendige Sperrung der Schützenallee dauert bis einschließlich 3. Dezember. Hintergrund der Arbeiten ist eine undichte Stelle an der Hauptversorgungs- und Verbindungsleitung, die zwischen den Kraftwerken Gotha West und dem Heizkraftwerk Breite Gasse verläuft. Aus der Sportredaktion. Die Blue Volleys reisen in den Süden. Nach dem Pokalhöhepunkt gegen den Erstligisten aus Herrsching am vergangenen Sonnabend ist für die Gotha-Volleyballer am Wochenende wieder Liga-Alltag angesagt. Die Reise der Gothaer geht dann in den äußersten Südwesten der Republik, wo mit den Volley Youngstars Friedrichshafen und der FT 1844 Freiburg gleich zwei Gegner warten. Ob es eine Vergnügungsreise mit hoher Punkteausbeute oder ein betrüblicher Ausflug ohne Mitbringsel wird, muss sich dann zeigen. Wer nicht mitreisen will, aber trotzdem das Spiel verfolgen möchte, hat dazu eine gute Gelegenheit. Die Partie in Freiburg wird im Livestream auf www.sportdeutschland.tv zu verfolgen sein. Laut Informationen aus Friedrichshafen ist ein Livestream vom dortigen Spiel noch nicht gesichert. Verkehrskontrolle. Am vergangenen Mittwoch führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Inselsbergstraße in Gotha durch. Dabei kontrollierten die Beamten auch einen 33 Jahre alten Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Die Beamten brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihm drohen ein Fahrverbot und ein erhebliches Bußgeld. In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass witterungsbedingt auch im Landkreis Gotha vermehrt mit Straßenglätte zu rechnen ist. Besonders in den frühen Morgenstunden sollten Autofahrer deshalb besonders achtsam fahren. Seit dem 9. November gilt ein neuer Bußgeldkatalog. Deutlich mehr zahlen müssen alle, die innerorts schneller als vorgeschrieben fahren, die Zufahrten und Fußgängerwege verstellen oder falsch parken. Gar nicht spaßig wird es für alle, die bei einem Stau auf der Autobahn nicht wissen, was eine Rettungsgasse ist. 200 Euro, 2 Punkte in Flensburg, das drohte schon früher allen, die keine Rettungsgasse bildeten. Neu seit dem 9. November, zusätzlich gibt es einen Monat Fahrverbot.
Wer auf die rücksichtslose Idee kommt, selbst durch die Rettungsgasse zu fahren, zahlt mindestens 240 Euro, kassiert 2 Punkte sowie einen Monat Fahrverbot. In beiden Fällen können bis zu 320 Euro fällig werden, wenn dabei andere behindert, gefährdet oder Fahrzeuge beschädigt werden. Lernen aus der Geschichte. Zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Themen aus der Geschichte und Gegenwart möchte eine Ausstellung in der Stadtbibliothek in Gotha ermutigen. Im Mittelpunkt steht das berühmte Tagebuch der Anne Frank. Sie schrieb es im Versteck eines Hauses in Amsterdam, bevor sie und ihre Familie kurz vor Kriegsende 1945 von den Nazis entdeckt wurde. Sie starb im Vernichtungslager in Bergen-Belsen. Die Ausstellung unter dem Titel »Deine Anne, ein Mädchen schreibt Geschichte« rückt die Lebensgeschichte Anne Franks in den Blickpunkt und fördert damit die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung und der Bedeutung von Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie. Ab dem 18. November sind alle Interessierten, besonders Schulklassen und Jugendgruppen, herzlich eingeladen zum Besuch der Ausstellung in der Stadtbibliothek Gotha. Es gelten die aktuellen Hygienebedingungen, nähere Informationen oder einen Termin für eine Ausstellungsführung gibt es bei Ronny Lehmann, dem Bildungskoordinator der Stadtbibliothek. Die Ausstellung ist vom 18. November bis zum 16. Dezember 2021 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zu besichtigen. Aus der Kulturredaktion. Freunde der klassischen Musik können am kommenden Donnerstag ein besonderes Konzert erleben. Unter der Leitung von Dirigent Charles Olivieri Munro spielt die Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach im Kulturhaus in Gotha. Als Solist konnte der international bewunderte Geigenvirtuose Alexander Markov gewonnen werden. Der in Russland geborene Stargeiger lebt seit mehr als 30 Jahren in den USA. Markov machte früh mit seinem hochvirtuosen Geigenspiel auf sich aufmerksam. Seine Virtuosität und sein lebendiges Musizieren wurden weltweit bewundert. Im Frühjahr war er schon einmal Gast in Gotha gewesen. Zusammen mit dem Orchester hatte er Stücke von Henri Vieuxtemps für eine CD-Produktion eingespielt. Diese Stücke werden auch am Donnerstag erklingen. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr. Wie wir aus dem Büro der Philharmonie erfuhren, seien eventuell vorhandene Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Und zum Abschluss, der Aufbau des Gothaer Weihnachtsmarkts hat begonnen. Nachdem er im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, will man ihn nun auf jeden Fall durchführen, wenn auch in kleinerer Form. Wie wir vom Veranstalter erfuhren, wird der Weihnachtsmarkt nur auf dem Neumarkt stattfinden. Die ersten Stände sind schon aufgebaut, die weihnachtliche Dekoration erfolgt dann in der kommenden Woche. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Montag, dem 22. November um 18 Uhr. Wie in anderen Thüringer Städten gilt dort die 2G-Regel. Zugänglich ist der Markt also nur für vollständig Geimpfte oder Genesene. Für Kinder und Jugendliche gilt eine besondere Regel. Martinshörnchen und Lampignonsumzüge. Das alles gehört einfach zum jährlichen Martinstag. Aufgrund der aktuell steigenden Inzidenzen konnte der Großteil der Martinstag-Veranstaltungen im Landkreis jedoch nicht stattfinden. Damit der Tag und vor allem die Kinder an diesem Tag trotzdem nicht zu kurz kommen, hat sich Lydia Fellmann, Vikarin der Gotha-Augustinergemeinde, etwas ganz Besonderes ausgedacht. Welche Alternative sie für die Kinder entwickelt hat, sehen Sie jetzt im nächsten Beitrag. Bekanntlich wird an dem 11. November der Martinstag gefeiert. Aufgrund der aktuellen Lage mussten leider viele Veranstaltungen an diesem Tag abgesagt werden. Lydia Fellmann, Vikarin der Gotha-Augustinergemeinde, hat sich trotz dessen etwas einfallen lassen. Martinstag, das ist eigentlich einer meiner liebsten Tage im Jahr und dieses Jahr konnten wir keinen Umzug machen. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir für alle, die möchten, gerne Martinstütchen verteilen. Mit was Süßem drin zum Teilen, mit Geschichten, was zum Basteln. Und dass die Leute danach alleine oder mit ihren Freunden noch mit den Laternen durch die Stadt ziehen können und laut dabei singen, wie der heilige Martin seinen Mantel geteilt hat.
Mit großer Freude nahmen die Kinder die kleine Aufmerksamkeit an diesem ganz besonderen Tag entgegen. Ist im Prinzip eine Stunde lang freies Kommen und Gehen. Und jeder, der möchte, kann sich mit seinen Kindern eine Martinstüte abholen und dann durch die Stadt laufen. Ursprünglich war ja ein Umzug geplant. Ich bin ein großer Martinstagsfreund. Und da haben wir gedacht, wenigstens so für die Kinder eine kleine Tüte zum Mitnehmen mit Basteln, mit Geschichte und auch mit einem Lied zum Singen. Denn gesungen wird gerade leider zu wenig. Genau, und dass wir die Geschichte von Martin, der Mitleid hatte und der seinen Besitz geteilt hat, weitertragen. Ich wünsche mir, dass Sie die Geschichte von Martin hören und dass Sie merken, dass Teilen eine große Freude sein kann. Und dass natürlich mit so einer leuchtenden Laterne in dieser dunklen Jahreszeit durch die Stadt zu laufen und zu singen, auch was Ermutigendes hat und was Befreiendes. Eine gelungene Alternative, um die Tradition des Martinstages zu bewahren und Kinder eine Freude zu machen. Mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Mit dichten Licht sind wir zur Stelle. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Mit Lichtern hell sind wir zur Stelle. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Ich kann dich nicht hochheben, ich habe schon den Rolf. Sonst um die Zeit begrüßen sich die Narren und Jecken mit einem großen Helau. Doch auch dieses Jahr wird es wieder keine große Karnevalsauftaktfeier geben können. Grund zur Freude gibt es im Karnevalsverein des Gotha-Ortsteils Siebleben Cargo Bagosi trotzdem. Denn dieser hat große Jubiläen zu feiern. 50 Jahre Cargo Bagosi und 30 Jahre Präsident des Vereins. Am 11. November, passend zum Faschingsbeginn, durfte sich der Verein deshalb ins Goldene Buch der Stadt Gotha eintragen. Über diese große Ehre sowie Vereinstradition und Co. haben wir deshalb jetzt mit Präsident Eckhard Hunold gesprochen. Diese diesjährige Saisoneröffnung fällt, wie bei so vielen anderen Vereinen, leider dieser vorherrschenden Pandemielage zum Opfer. Wir werden eine interne, kleine Feier machen, wo wir vor allen Dingen unseren Jugendlichen, unseren Kindern, die ein ganzes Jahr lang hart trainiert haben für diese Geschichte, wir wollten ja eine große Gala machen, jetzt im November. Und damit die nicht das Gefühl haben, wieder umsonst gearbeitet zu haben, wirklich. Da haben wir also uns entschlossen, hier eine kleine interne Feier zu machen. Wir geben unseren Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit aufzutreten, werden ein kleines internes Faschingsprogramm gestalten, werden das auch bildhaft festhalten, um das eventuell später mal auch ins Netz zu stellen. Ja. 50 Jahre Fasching in Siebleben, 1971 begonnen. Mit einem Turnerfasching. Der Fasching, ganz kurz mal, vielleicht als heitere Fußnote, wurde einem gebrochenen Bein oder ist einem gebrochenen Bein zu verdanken. Und zwar ein Turnfreund hatte sich beim Turnen das Bein gebrochen, hat seine Turnerfreunde und Freundinnen auch natürlich weiterhin begleitet, indem er auf der Bank gesessen hat und wahrscheinlich gute Ratschläge gegeben hat. Aber irgendwann ist ihm eingefallen, als es November wurde, wir könnten doch mal ein Turnerfasching veranstalten. Und so ging eigentlich alles los. Naja, wie gesagt, außer dieser kleinen internen Faschingsveranstaltung verzichten wir auf Feiern, was natürlich nicht bedeutet, dass wir jetzt unsere Füße und Hände und vor allen Dingen den Geist stillhalten, sondern wir arbeiten in unserem Vereinshaus, das Vereinshaus, die vier Jahreszeiten. Eine alte Dame aus dem späten 19. Jahrhundert bedarf ständiger Pflege und auch Modernisierungsmaßnahmen. Und wir arbeiten natürlich trotzdem, wir hoffen, dass wir im Februar nochmal zwei, drei Veranstaltungen fahren dürfen. Und da arbeiten wir natürlich an einem Programm. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen von Oskar am Freitag TV, das war es schon wieder mit unserem Wochenmagazin und damit mit den ersten Eindrücken in unsere Beiträge. Sie sehen also,
Es erwartet Sie wieder ein großes Repertoire an Spannendem und Aktuellem aus der Region. Schauen Sie also gerne mal vorbei. Unsere Beiträge in voller Länge finden Sie jederzeit auf unserem YouTube-Kanal, im TV, auf unserer Website www.oskar-am-freitag.de, im Livestream und auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns auf Sie. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, Ihre Dana Peukert.